Kannst du machen. Scheiße! Die Türen werden nicht halten! Oh. Das ist, glaube ich, das vorletzte Kapitel, ne? Ich meine ja. So, erlittener Schaden beeinträchtigt die Sicht. Gleich haben wir es, Kilo! Warum hab ich denn das Longshot oder was ist das? Ah ne, das ist der Akkubo. Das sieht auf alle Fälle anders aus. Zeigt euch nur, wenn es unbedingt sein muss. Geh um den Lieber, ja? Mhm. Ich sag dir, ne, ich freue mich gleich so auf den Eisenopper. Weil der wird die Legende. Ja, weil nach der Zeit ist das echt schon eine gute Abwechslung. Ja, ich finde, ich sag mal so, ne? Zombie-Modus geht eigentlich immer. Ja. Weil das ist auch, wenn du das die ganze Zeit Let's Play musst, ne, das ist schon irgendwo, muss man sagen, anstrengend. Weil du merkst halt so, die Luft nach der Zeit ist raus, ne, du merkst das halt so. Aber das ziehen wir jetzt durch, das müssen wir durchziehen. Ja, klar. Du kannst halt wenig machen, so mit dem Abhauen und so, wird alles der irgendwann nicht ernst. Ja, der Loomis, der kommt jetzt. Der Loomis kommt gleich eh und dann ist vorbei. Ja, stimmt, ne, jetzt gleich geht das ja da hinten lang, glaube ich. Nicht, dass ich mich vertue. Dann müsste nur noch der Bosskampf kommen. Ja, das ist ja da mit Loomis da, wo das da alles kaputt ist. Ja, da. Genau. Ich sag mal, Grabstein oder was das da ist, oder was das darstellen soll. Ja. Lebt hier nur einer? Eigentlich nicht, würde ich mal sagen. Doch, du musst irgendwo noch was leben. Ah, da hinten. Die rastet direkt aus. Die macht die Multikills. Die hat direkt mal für einen Quarter gesorgt. Das ist die eiserne Jungfrau. Ja. Ich kann den Raven schon fast riechen. Kommt schon. Hier. Na, das war jetzt auch irgendwie räudig, muss ich sagen. Ich habe ja schon drei von den Splittergranaten gehabt. So eine hat gefehlt. Ich heb aber erstmal auf, da wo du ja eigentlich immer zwei Stück kriegst. Der Wiesenhofbrutzler ist auch hier, ne? Ja, habe ich gerade abgelegt. Ich habe eine Boomshot genommen. Ja, ich habe Stim-Granaten dabei. Also so ein auf Teamplayer wollte ich jetzt machen. Aha, für Bosskampf, ne? Damit er dann direkt mal läuft. Ja. Der Pedig, unser Mann, ich sage dir. Der macht mit bei den heißen Ketten sind so aus. Der weiß, wo er mit ankommt. Ja, der. Ich muss sagen, der Paddock, der geht auch ab. Weil der ist ja reingegangen. Ich sag nur mit der Lupara, wo der die drei Stück da weggeholt hat. Die Räuden-Dinger. Der ist nicht für nichts zu schade, der Junge. Der macht das.
Das ist der Spielklärer. Das ist der Entscheider, ist das. Den Überjahr. Guck mal, der Na, ich hab noch 4 Stück, also ich brauch die nicht wirklich, die Überjahr. Oh, Scheiße, das ist aber eine Menge Blut. Der Pellet, der hat das wieder gemacht. Das ist der Spielentscheider. Du weißt nicht, so die Sophia, die hat ja wenig Lust, aber der Pellet, der hat die Motor wieder an. Guck mal, da war ein Paddock, ne? Die gehen direkt auf den drauf. Paddock, für dich habe ich direkt meine Stim-Granate. Das war direkt wieder auf. Weißt du, eigentlich brauchst du für den keine zu benutzen, weil der eh nicht sterben kann. Ja, aber der geht rein, verstehst du? Der hat direkt den Lancer-Motor angemacht. Wenn die Gegner auch einen Lancer hatten. Der hat direkt mal die geilsten Kettensinguelle gemacht. Das muss man dem lassen. Die Eier hat er. Das muss man dem lassen. Ja, dann muss ich ihn wohl später. Jetzt kommt, glaube ich, der Innenhof. Also erstmal den Weg zum Helikopter selber hin. Ja, ich glaube, jetzt aber abhauen, was wir machen müssen. Also wieder so ein Zeitdruck. Ja, das kann sein. Das ist das Gauss-Gewehr. So, jetzt wird erstmal Druck verteilt. Alles, was von Loomis großer Strategie übrig ist. Nur Boomerschild und Luparas einsetzen. Da die, muss ich sagen, also, das sind schon die heftigen. Boomerschilde? Ist das alles? Richtig eingesetzt kann jede Waffe nützlich sein. Warum sind wir wieder die einzigen mit so Scheißschilden? Das ist wieder verbuggt. Aber der Dings hat ja sowieso die Lupara draußen in der Paddock. Ich bin mal direkt out, direkt mal tot. Dann siehst du mal, wie gut der Boomer-Schild ist. Na, das ist richtig räudig. Normalerweise müsste ich jetzt einfach den dreckigen Hurensohn, die das Spiel gemacht haben, hier haben sitzen und den müsste direkt mal die Knochen brechen. Mir für die Aktion. Das genauso wenig. Direkt. Direkt nehmen wir das Rakoroiden. Ja, ohne anrollen. Scheiß. Ja, das würde ich den dann auch direkt im Hals reinschütten. Das ist legendär. Nur Boomer-Schilder und Lupe. Sollen wir das wirklich machen oder soll ich einfach sagen, Scheiß drauf? Ja, würde ich sagen. Nee, ich würde sagen, das machen. Schrotflinten und Boomer-Schilde? Ist das alles? Richtig. Aber hier mussten sie auch wieder verkacken von der Hitbox der Lupara. Deswegen hat die jetzt 2 Kugeln, anstatt dass das mal für die von 3 ist, wenn du wirklich mit einem Schuss sofort tot bist. Ja, weil ein Schuss ist besser, ne? Vielleicht die haben die extra gemacht, weil die Leute sich beschwert haben, das geht ja nicht und so. Natürlich geht das. Normalerweise müsste die Gnasche auch endlich sein, das ist auch eine Schrotflinte. Eigentlich müsste die auch mit einem Schuss, ne? Down gehen. Ja, hier hat die auch nicht so ein breites Visier, ne? Hier ist das so groß wie von der Gnasche, das Visier. Nein, ja. Guck mal, ich mach einen Daumen mit der Lupara im Nahkampf. Wie kann das denn sein? Ja, das ist legendär, muss ich sagen. Das ist schon, das ist wieder Macher-Style. Ich bin anscheinend im falschen Spiel. Das kann natürlich auch sein.
beim Flammenwerfer bringt dir der Boomerschild nichts. Obwohl er ja auch eigentlich... Eigentlich würde er das abwehren, ne? Aber du weißt ja, der Wiesenhof-Brutzler, der, zeig dir das mal anders. Ja, das Traurige ist, mach du das mal bei Bots. Da ist das nicht so, dass der Schild sich erhitzen könnte und den die Hand verbrennen könnte. Nein, das kann nur bei dir passieren. Ja, das sind halt die Locusts, ne? Da ist das normal, die können halt so eine...